Heute geht es bei mir um die Zecke und um eine neue eingeschleppte Zeckenart. Na, dann beginnen wir mal mit der Zecke. Zecken bei uns, die sind so ab 8 Grad aktiv und dann sind sie dann eigentlich schon unterwegs und können dann die Leute dann oder dann die Hunde und die anderen Tiere dann befallen. Tja, 8 Grad ist schnell erreicht. Und so eine Zecke, die entwickelt sich in 3 Stadien. Das ist einmal das Larvenstadium, das Nymphenstadium und dann die ganz normale Zecke, wie man sie kennt. Und so entwickelt sich das Ganze weiter. Die Zecke, wenn man denkt, sie überlebt eigentlich dann ziemlich viel. Die überlebt Wasser, kann sie gar nicht so richtig ertrinken. Dann überlebt sie sogar einen Gefrierschrank und die tiefen Temperaturen. Und vor allem, wenn sie einen befallen hat, dann sind dann die feuchten Körperstellen dann. Die krabbelt dann stundenlang über einen hinüber und sucht sich dann meistens entweder in die Leistengegend, Intimbereich oder Achselgegend, Bauchgegend, wo halt der Schweiß dann so ist. Da sucht sich dann die ganzen Stellen dann heraus und ist dann erstarrt und beißt sie sich fest. Übertragen kann das Mistvieh, das sage ich extra so. Dann FSME, das ist eine Hirnhautentzündung, wo man auch sehr leicht dran sterben kann. Es gibt dagegen eine Impfung, gehe ich ja die andere Krankheit, das ist die Borreliose, habe ich schon ein paar Mal selber gehabt, musste ich dann ewig Antibiotika einnehmen und da gibt es keine Impfung. Die natürlichen Feinde vor der Zecke, das sind Ameisen. Ist nicht genauso geklärt, rund das Licht, vielleicht an der Säure, wo sie verspritzen. So eine Zecke, die kann leider Gottes bis zu 9 Jahre alt werden. Und es gibt da solcher Mythos mehr oder weniger, dass sich Zecken von Bäumen dann mehr oder weniger fallen lassen. Das ist ein absoluter Mythos. Die sind meistens in Gräsern dann vorhanden oder in Gebüsch. Und da dann werden sie dann abgestreift. Der Zecke ist blind. Die geht bloß über Geruchsstoffe. Und das Schlimmste, was der Zecke passieren kann, ist ein nasser Winter. Nicht kalt, sondern richtig nass und feucht. Dann verpilzt sie und dann stirbt sie. Das ist nämlich das Schönste, was es geben kann. Dann haben wir die Dinger eine ganze Weile los. Die Hunden, die haben meistens die Zecken entweder am Bauch oder öfters noch mitten am Hals. Da, wo die meiste Blut fließt. Die Viecher muss man einfach rausmachen. Na. Der hat sich aber wirklich tief reingefressen. So. Die Hammer. Die meisten befinden sich eigentlich unter dem Hals. Nämlich da halten sie sich am liebsten auf. Haufen Blut, was fließen kann. Oder hier, unter den Pfoten. Und da sollte man am besten immer nachschauen. Nämlich da findet man sie meistens. Seltener eigentlich, wie ich es jetzt gehabt habe, am Bauch, aber... Die Zecken suchen sich einfach die schönste Stelle aus.
So, Digga. Ja, für die Hunde, da gibt's manchmal solche Insektizide, die wo man ins Fell reintut. Oder solche Halsbänder. Ich nutze die nicht so besonders gern. Es sind immer Insektizide drin und da kann die Hunde dann Übelkeit bekommen. Es können allergisch werden, die können es richtig dann krank werden. Ich suche sie lieber ab mit solcher Zeckenzange. Die umschließt man dann den Kopf und dann zieht man die langsam raus. Wenn sie recht fest sitzt, dann drehe ich ein bisschen. Gut, die hat kein Gewinde dran, aber ich kriege sie so leichter raus. Und jetzt, da geht es bei uns um eine neu eingeführte Art, die tropische Riesenzecke oder auch Jagdzecke. Die Zecke ist zum allerersten Mal 2019 in Deutschland aufgetaucht. Die, über dreimal größer wie die normale Zecke, hat gestreifte Beine und viel längere. Und die Zecke, die kann sehen bis zu ungefähr 10 Meter, verfolgt ihr Opfer ungefähr 100 Meter weit und kann sogar rennen. Stammen tut die Zecke aus Afrika und ist von Zugvögel eingeschleppt worden. Das Schlechte an dieser Zecke, die Zecke kann Krim-Kongo-Fieber und Fleckfieber übertragen. Gut, ich weiß nicht, ob sie jetzt in Deutschland das übertragen kann, aber es ist schon verdammt beängstigend, wenn man das hört. Krim-Kongo ist ein hämorrhagisches Fieber, wo dann überall aus jeder Öffnung dann blutet. Und Fleckfieber soll auch nicht besonders toll sein. Ich wollte eigentlich euch dann bloß mal richtig darüber ein bisschen informieren. Mir ist das dann ziemlich nahegelegt, vor allem ich bin selber Hundebesitzer und immer in der Natur dann unterwegs. Und da wollte ich euch einfach mal dann auf den neuesten Stand bringen. Also, bis dann, euer Bernd.